wunderschönen guten Tag und willkommen zu diesem Unboxing. Ja, es ist eine Lootbox, aber keine gewöhnliche Lootbox. Sie kommt von keinem Hersteller, sondern sie kommt von euch, beziehungsweise einem von euch. Und zwar von Thomas aka Private Slamface. Ich habe es mir hier extra aufgeschrieben. Ja, der hat mich angeschrieben und gefragt, Mensch, du machst immer diese Lootbox-Unboxings und hast du nicht mal Bock, eine personalisierte, also eine Custom-Lootbox von mir an dich zu öffnen? Kurz nachgedacht und dachte mir, aber es kann schon passieren, ne? Ich mach das mal und lass mir die zukommen. Das ist so krass, weil ich null weiß, was mich erwartet. Wirklich gar nichts. Ja, also bei so einem Lootbox-Unboxing weiß ich, okay, da habe ich irgendwie einen Wert von, weiß nicht, 50, 60 Euro drin. Das geht in die und die Richtung. Hier weiß ich es gar nicht. Ja, es könnte irgendwas Selbstgebasteltes sein. Es könnte ein selbstgemaltes Bild sein, obwohl, ja, das wäre ein bisschen dreidimensional dafür. Aber ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie alt derjenige ist. Ich weiß nicht, in was für einem Wert da irgendwas drin ist. Ob es überhaupt einen materiellen Wert hat. Es ist schon sehr, sehr merkwürdig, das zu öffnen. Ja, ich habe auch schon, ehrlich gesagt, als ich es aus der Packstation genommen habe, kurz gehört, ob es tickt oder sowas. Also, war schon dran gerochen, habe ich auch schon, um hier das Schlimmste zu vermeiden. Ja, ihr wisst das, die Welt ist grausam. Aber nicht unsere, beziehungsweise meine Abonnenten hier. Ja, ihr seid cool. Deswegen habe ich das auch gemacht und ich gucke jetzt mal, mit was der Thomas mir so gern hier eine Freude. Ich traue mich kaum. Ja, ich will gar nicht hier aufmachen. Ich möchte hier eher um den heißen Brei rumreden. So, wir machen das mal auf. Hier, Thomas, check nochmal eben kurz. Kannst du vielleicht dann auch in die Kommentare schreiben. Ich habe hier nichts irgendwie nachgeklebt oder sowas, sondern das ist wirklich hier komplett das erste Mal, dass ich das aufmache. Okay, alles klar. Bin sehr gespannt. Wirklich unglaublich gespannt. So gespannt war ich schon lange nicht mehr. Okay, dann hier. Das ist wirklich ein riesiges Paket. Das ist gar nicht so schwer. Und so vom Ding her fühlt sich das so an, als ob da so Schaumkugeln drin wäre für die Polsterung. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das mache, weil das eigentlich zu groß für den Tisch hier ist. Okay, da sehe ich auch schon was von... Ist das Simpsons? Warte mal, ich mache das mal hier auf. Okay, alles klar. Ich habe hier Simpsons-Aufkleber. Ach, das ist ein Brief. Darf ich den öffentlich öffnen? Ich weiß... Oh, guck mal hier. Schöne Dame. Ja, Schlumpfine. Aber mit... Kann ich das hier zeigen bei YouTube? Ich glaube, die sind relativ allergisch auf solche Geschichten. Aber der Thomas hat mir... Sollen wir den aufmachen? Wir machen den auf. Wenn es privat ist, wenn das keiner lesen soll, dann schneide ich das raus. Ja, ausnahmsweise. Okay, alles klar. So. Oh. Hallo Mpox. Ich lese das mal vor. Guck mal, so richtig krass. Nachdem ich dein Video einer ganz bestimmten Lootbox gesehen habe, eine Lootbox, die dich fassungslos und enttäuscht zurückgelassen hat, dachte ich mir, du musst dem armen Mpox mal aufmuntern und ihm die Lust am Leben zurückgeben. Sehr gut, ja, sehr gut. Also hier ist sie. Deine eigene... Oh, ich bin so gespannt. Ich freue mich voll. Deine ganz eigene persönliche Mpox-Lootbox. Alles handgeschraubt und mit Liebe gemacht. Ja, das ist geil. Natürlich kann ich nicht mit dem super exklusiven Merchandise-Gedöns mithalten, welches von großen Firmen produziert wird. Aber das will ich ja auch gar nicht. Ja, das will ich auch nicht. Das wäre ja schrecklich. Von daher ist das geht schon mal in die exakt richtige Richtung. So, das Ganze soll dich motivieren, weiter Videos zu machen. Das tut es auf jeden Fall jetzt schon. Man merkt bei jedem Video, dass du echt Bock hast. So, jetzt muss ich mich hier selber loben, wenn ich sowas vorlese. Das finde ich mal schrecklich. Bitte mach weiterhin Reviews, Maustests. Maustests werden immer extra genannt. Das finde ich auch sehr sympathisch, vielen Dank. Blutbox-Openings und alles, was dir sonst noch einfällt. Ja, heute hatten wir hier so einen Staubsaugroboter. Das ist auch mal wieder was Neues. Du könntest auch als Sprecher einer Dokumentation über das Balzverhalten des südkongolesischen Säbelzahn-Nacktmulls reden. Okay, er ist keine 12, das merke ich hier gerade. Und ich würde es schauen. Ja, das freut mich. Okay, nun zu der Box. Ich habe versucht, alles thematisch auf dich anzufassen. Sehr gut, sehr gut. Genau das habe ich gehofft im Inneren, muss ich ehrlich sagen. Die Themen sind Held deiner Kindheit, Gaming, ein wenig Serien hier und da und Amazing Nerd. Okay, der guckt wahrscheinlich ab und zu auf die Seite. Geil, 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 geil. So, nun viel Spaß beim Looten. Private Slamface over and out. Nice. Ja, habe ich noch nie gelesen, Private Slamface. Normalerweise kennt man so die langjährigen Community-Mitglieder, aber vielleicht war der eher still und kommt dann mit so einer Bombe. Ihr wollt, dass ich das aufmache, ne? Das ist schon mal geil. Guck mal, Turtles, Transformers, ja, Marvel, Superman, Simpsons und Heisenberg hier von Breaking Bad. Oh, Entschuldigung, das ging fast in die Hose. Wird ein bisschen länger, glaube ich. Von daher
Stay tuned. Oh, guck mal, er hat so eine Pappe da oben drüber gemacht, dass man quasi so eine Spoiler-Pappe. Aber da, oh, guck mal hier, ist zwar das falsche Symbol. Ich hoffe, dass auf der anderen Seite noch was ist. Sonst schicke ich das wieder zurück. Oh Gott, Achtung. Es ist ein Kissen der Allianz. Ja, ich weiß auch, wie er das gemeint hat. Ist schon mal sehr, sehr nice. Weil ich ja alter Hordenspieler bin an dieser Stelle, ist es so, dass ich als Hordenspieler quasi mit diesem Kissen rumrennen soll, um damit Allianzverräter bzw. Allianzabschaum zu ersticken. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Ist es... Ach, ich habe gerade geguckt, hat das selbst gemacht? Magma Heimtex? Guck mal, das ist so Flexfolie. Das erinnert mich so ein bisschen an, weil ich mache das ja auch so ein bisschen mit selber. Hat er das selber gemacht? Oder ist das so gekauft? Keine Ahnung. Nee, ist aber auf jeden Fall sehr, sehr wertig. Das ist so ein Flock, so eine Flock-Geschichte. Also das heißt, ich zoome mal eben kurz rein. Ja, so strukturiert. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus, ja? Ein Kissen der Allianz, ja? So, bin gespannt, wie es weitergeht. Achtung. Oh, da haben wir noch mehr Textilien. Das sind ganz viele Textilien. Das sind irgendwie fast nur Textilien. Kann es sein, dass das so ein Werbemensch ist? Achtung, weiter geht's. Oh, okay, das ist jetzt B- und C-Kollektion, das kennen wir auch. Ein Nintendo-Shirt, ja? Hier an dieser Stelle. Jetzt weiß ich aber mittlerweile, dass es selber gemacht ist. Ja, das ist jetzt hier ein Flexdruck. Ich kenne mich aus. Wie gesagt, ich habe selber hier einen Plotter stehen und so weiter. Ein Nintendo-Shirt. Sehr, sehr gut. In der Größe L. Ja, meine Größe perfekt. Hast du dir prima gemerkt. Ja, in so einem graumelierten Ton. Ein Nintendo-Shirt. Sehr schön. Nintendo und Allianz. Ein Treffer, würde ich sagen. So, Achtung, geht weiter. Das ist ein Mauspad, glaube ich, oder? Das ist ein Mauspad. Oh, nice. Ein Mauspad von... Oh, ich weiß es. Warte. Was war dieser Kopf? Das hatte ich mal als Avatar bei PSN. Ach Gott, warum weiß ich das jetzt nicht? Ich weiß es aber. Warte. Es ist nicht Destiny, es ist... Oh nein, ich komme nicht drauf. Warte. Was ist denn das nochmal? Ich kenne dieses Bild sowas von in- und auswendig. Wo habe ich das denn nochmal? Ich kann mir sowas echt schlecht merken. Woran liegt das? Weil ich alt bin vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Warte, ich überlege ganz kurz noch. Warte, gib mir noch 10 Sekunden. Das war nicht Destiny. Das war... Ich weiß es nicht. Ja, oh Gott, wenn ich das in den Kommentaren lesen werde, ja, von euch Schlaufüchsen, werde ich so ausrasten, weil ich weiß das eigentlich. Wie gesagt, ich hatte das mal als Avatar bei PlayStation, bei PSN. Was ist denn das nochmal? Vielleicht komme ich gleich noch drauf. Okay, weiter geht's, nächstes Item. Noch ein T-Shirt. Diesmal, glaube ich, sind es Dragon Balls. Ja, ich habe es erkannt. Dragon Balls, und zwar ist das hier die Evolution. Ich kann euch nicht ganz genau sagen, aber irgendwann wird es auf jeden Fall ein Super Saiyajin an dieser Stelle. Coole Farbe vom T-Shirt, ja, Orange, auch wieder B und C. Holland lässt grüßen. Die sehen so riesig aus, ne? So, aber wird wahrscheinlich passen. B und C, L hatte ich auf jeden Fall auch schon. Hier so mehrfarbig, wie hat das gemacht? Das sind, glaube ich, mehrere Folien aufeinander, ne? Irgendwie so. Ja, ist aber auf jeden Fall eine ganz coole Qualität, schön weich vor allem, der Druck. Ja, so. Was war das denn nochmal? Deep Space? Hä? Wo schaust mir das gerade so in den Kopf? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, wie ich das nachgucken kann. Ja, keine Ahnung. Ach, was soll ich da googeln nach? Helm mit grünen Dingern? Oh, guck mal, noch ein Kissen. Ja! Jetzt! Es ist richtig. Du wolltest mich da wahrscheinlich nur hintergehen. Ja? Erst wolltest du sagen, Mensch, sagt er, dass er Hordespieler ist oder freut er sich einfach drüber? Ich habe es, glaube ich, ganz galant gelöst. Aber jetzt können wir dieses Kissen
ja, mit voller Freude verbrennen und das Richtige. Das sieht aber echt nice aus. Jetzt weiß ich, dass er sie selber gemacht hat. Aber richtig, richtig cool. Schöne Qualität, auch vom Druck her. Nice, ja. Wahrscheinlich ganz unten steht da, wo ihr das kaufen könnt. Ja, das war der eigentliche Plan. Nein, Quatsch, war nur ein Spaß. Ja, schön ein Horlekissen mit am Start. So, weiter geht's. Boah, wie viele Shirts hier drin sind. Oh, das ist jetzt. Ich glaube, jetzt kommt was Dickeres. Achtung. Achtung. Ich glaube, jetzt kommt was Dickeres. Ein Pullover. Oh, das ist eine Jacke. Oh, guck mal, krass. Ein Hoodie. Ja. Habt ihr vielleicht. Oh, nee, das ist so ein Zipper. So ein Zip-Hoodie. Oder wie nennt man das? Auf jeden Fall so eine Jacke. Mit dem M-Logo und Amazing Nerds-Schriftzug. Nice, nicht schlecht. Da hat sich einer hier ins Zeug gelegt. Was haben wir hier für ein Herrn? Auch B und C. Ach, die machen diese Teile. Schön zu wissen. So sieht man das hier überhaupt in der Kamera. Ja, das M-Logo mit drauf. Dann haben wir hier Amazing Nerd auf der einen Seite. Auf der Rückseite ganz, ganz groß das M an dieser Stelle. Nice, nice, nice. Ja. Auf beiden steht Amazing Nerds drauf. Beziehungsweise nur Amazing Nerd. Ist ja nur. Einer, der den Sweater trägt, ne? Ja, nice. Schön warm. Das brauche ich in dieser Jahreszeit. Okay, was haben wir noch? Weiter geht's. Oh, da ist noch was drin. Was zum Teufel ist das? Das ist eine Tasse, soweit ich das sehen kann. Aber was hat er da drauf gedruckt? Ja, ich bin sehr gespannt. So, Achtung, hier die. Topfolie wegmachen. Und, oh, ich glaube, ich erkenne es schon. Die ist, glaube ich, nicht selber gemacht. Nice. Das ist mal eine absolut geniale Tasse von einem absolut genialen Spiel. Ja, also Super Mario Bros. 3 ist so tatsächlich mit einer der besten Super Marios überhaupt, wenn ihr mich fragt. Ja, also es ist wirklich ein großartiges Spiel, hat so viel revolutioniert, also mit diesen ganzen Items, mit dem Tanuki, der da, glaube ich, das erste Mal letztendlich kam. Das ist ein echt cooles Spiel, Super Mario Bros. 3. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Das Zweier war ja gar kein richtiges Super Mario eigentlich, sondern das war ja eher. Das war ja irgendwie ein anderes Spiel mal in Japan und da haben die einfach nur so ein Mario-Theme drüber geklatscht. Hat dann hinterher irgendwie doch gepasst. Aber letztendlich war das somit das letzte große Mario auf der Konsole. Von daher Super Mario Bros. 3. Sehr, sehr geil. Und auch die Tasse ist sehr, sehr geil. Guck mal hier, ganz viele Farben. Einmal weiß, dann hier gelb, das Logo. Das hat er, glaube ich, nicht selber gemacht. Das sieht sehr, sehr professionell aus. Das ist maschinell erstellt. Das ist nicht hier so irgendwie von Hand oder sowas gemacht. Aber trotzdem sehr, sehr cool. Einfach, weil es natürlich. Ja, zu mir passt, ne? Einer meiner Lieblingsspiele, muss man so sagen. Guck mal, von innen rot. Okay. Ich habe da noch mehr drin gesehen. War ja ein Riesenkarton. Guck mal, hier ist noch irgendwas. What the fuck? Das sieht ja mal oberkrass aus. Ist das Walking Dead und Mario Kollabo oder was? Was geht hier? Alter Schwede. Geile Farbe, dieses Beige. Und. Mal richtig overgeiles Motiv. Zieht euch das mal rein. Ja, ein Zombie-Mario. Ich bin die ganze Zeit im Überlegen. Na, ja, ich glaube, das ist, hat er auch selber gemacht. Das sind so zwei Folien, muss man übereinander packen. Aber wirklich sehr, sehr gut gelungen. Guckt euch das mal an. Geile Quali, oder? Richtig gut gemacht an dieser Stelle. Hammermäßig. Oder hat er die doch selber gemacht? Wenn er das kann, kann er das auch. Ich muss das hier gerade analysieren. Bin ein bisschen perplex. Kannst du sowas selber machen? Dann will ich noch ein paar andere Sachen ganz gerne bei dir bestellen. Ja, sehr, sehr nice. Aber zurück zum Shirt. Ja, cooles Motiv. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Motiv ihr am coolsten fandet. Dragon Ball oder ja, das Logo natürlich oder das Nintendo-Logo haben wir ja auch noch am Start. Aber absolutes Highlight ist für mich auf jeden Fall das hier. Das sieht natürlich extrem krass aus. Ne? Auch die Farbe. Sehr, sehr coole Farbe an dieser Stelle. Okay, ist da noch was drin? Nee. Jetzt ist es leer. Ja, das war auch mehr als genug. Vielen, vielen Dank, lieber Thomas. Ja, Private Slamface. Hast du echt cool gemacht. Wie gesagt, ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Und da sind ein paar sehr, sehr geile Dinger dabei. Ich glaube, den ziehe ich jetzt gleich an. Ja, weil mir ist ein bisschen kalt hier, ein bisschen fröstelig. Wir ist noch nicht ganz so Frühling hier angekommen, aber es ist ja auch noch Zeit. Scheiß Mauspad, was ist das? Ich glaub, das ist Deep Space.
Warte mal, ich muss das mal ganz kurz verifizieren. Ich tippe das mal hier kurz ein. Moment, bin gleich wieder da. 20 Minuten später. Nicht Deep Space. Dead Space. Jetzt habe ich's. Ah, ist das Rätsel auch gelüftet. Aber es wäre ja kein richtiges Unboxing, wenn ich nicht mindestens eine Sache nicht wissen würde. Ja? Dead Space. Alter Schwede. Ja, wie konnte ich das nur vergessen? Das Spiel, wo man hier mit diesem einen Laser, mit einer Laserpistole so die Gliedmaßen abtrennen konnte. Ne? Das mit dem Schnee und so, wo sich der Protagonist immer wie so ein Panzer gespielt hat. So ein bisschen sehr, sehr schwerfällig. Habe ich irgendwie im Koop kurz gespielt. Jetzt habe ich es. Oh, dieses Bild. Ne? Aber habt ihr wieder was? Auch wenn ich das hier gesagt habe, es wird 100 Mal in den Kommentaren stehen, dass es Dead Space ist. Ich freue mich schon drauf, ja? So, das war dieses Spezial-Unboxing. Vielen, vielen Dank, lieber Thomas aka Slamface. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei irgendeinem anderen Video. Haut rein, bis dann. Peace.